Herr Tecklenburg, bitte sehr. Also ich bin Albert Tecklenburg von der Firma HZBC. Die Firma HZBC hat eine führende Marktposition in Kartoffelzüchtung, Pflanzguthandel, Trocken- und Produktkonzepte. Zurzeit entwickeln wir das Powerfood Europa Konzept. In Deutschland liegen zum Beispiel violettfleischige Kartoffeln davon aufgeschnitten. Es gibt auch rotfleischige, die haben wir nicht dabei. Wir haben auch schon eine Erfolgsgeschichte in Deutschland mit unserer Sorte Annabelle. Also Annabelle ist bekannt für ihr herrliches Aroma, ihre feste Struktur und ihre lange Form. Also wird in Deutschland eigentlich schon als die ideale Salatkartoffel gesehen. Wir haben eine sehr gute Einführung gemacht, mit Werbekampagnen unterstützt. Sie ist erst in den Direktvermarktung bekannt geworden und danach auch in die Supermärkte. Sie wird immer noch weiter ausgebildet. Zurzeit gibt es keine Annabelle mehr in Deutschland. Wir machen jetzt Importware. Die Kartoffeln, die da liegen, die kommen aus Israel. Annabelle ist zurzeit sehr beliebt im Frühling, weil sie eine sehr geschmacksvolle Beilage ist für die Spargel. Vielen Dank, Herr Tecklenburg.